Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. So, heute spielen wir mit Wendy. In der letzten Folge, naja, das lief nicht ganz so gut. So, Wendy da. Mit, ich würde einfach mal sagen, diesem Auto hier, oder haben wir irgendwie noch was passenderes? Das Go-Kart, ne, das hier, komm, das Katzen-Cabrio. Mit den roten Retro-Reifen und dem Segelflieger. Das Go, oh mein Gott. So, also, oder? Na, ja, es geht eigentlich. So, also heute der Bananen-Cup. Okay. Also, heute haben wir Sonntag, das heißt, ich stehe heute mal wieder unter Stress, weil ihr wisst eigentlich, oder halt auch nicht, Sonntag ist mein Arbeitstag, warum auch immer, ja? Die Werktage sind normalerweise Montag bis Samstags. Bei mir ist es einfach nur, der Arbeitstag ist bei mir sonntags, ja? Weil ich da immer irgendwas, keine Ahnung, ich... ja, was mache ich da eigentlich? Keine Ahnung. Alles mache ich halt. Aber irgendwie ist sonntags der Tag, an dem ich immer das, die meiste Arbeit mache, ja. Manchmal setze ich mich aber einfach nur raus. Sonntags habe ich immer einen genauen Zeitplan, ja. Das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, ne. Also ich stehe meistens, ja gut, wenn ich aufstehe, das ist eigentlich immer unterschiedlich. Manchmal erst um 8. Manchmal halt schon um 7. Heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Manchmal stehe ich aber auch schon um Viertel nach 5 auf oder so. Oder irgendwas dazwischen. Ich habe keine Ahnung. Hier ist halt immer unterschiedlich. Dann habe ich eigentlich bis um... Ja, bis wann eigentlich? Bis um... Ja, circa 10 Uhr habe ich dann nichts zu tun. Danach, so dumm es sich auch anhört, aber da backe ich meistens immer einen Kuchen. Einfach so zum Essen, ja. Meine Mutter backt keinen Kuchen, nee, sondern ich. Und heute habe ich einen Marmorkuchen gebacken, der ist leider misslungen. Also das Beste, was ich eigentlich machen kann, eigentlich kann ich zwei Sachen gut. Nämlich erstens einen Marmorkuchen und zweitens eine sogenannte Schlampampeltorte. Das ist eigentlich irgend so ein Erdbeer... Sahne-Ding. Das ist mir halt vor 2 Wochen gut gelungen. Und ja. Der Marmorkuchen allerdings normalerweise auch. Allerdings heute ist der absolut nicht gelungen. Der ist in dieser Form hängen geblieben. Ich weiß nicht, was da los war. Also ich glaube, so schnell backe ich keinen mehr. Ja, das hat dann bis 12 Uhr gedauert, bis das alles so fertig war und alles. Ja, ich habe zwischendurch habe ich dann noch ein paar Videos hochgeladen und habe die dann auch noch bearbeitet. 3 Videos, Fortnite, Zelda und Mario Kart Folge. Ja, 2 Stück vor dieser Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folge das hier ist. Ja, dann habe ich noch ein bisschen, habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Ja, und jetzt kocht gerade meine Mutter. Und wir haben jetzt gerade 14.52 Uhr am Sonntag. Und jetzt nehme ich auf. Ja, also wenn ich halt nicht backe, dann nehme ich in dieser Zeit immer auf oder ich bearbeite halt irgendwelche Videos. Oder ich ruhe mich halt einfach nur aus. Ja, also normalerweise habe ich immer 3, also manchmal, ja, habe ich immer 3 Aufnahmesessions am Tag. Nämlich einmal dann morgens, so dann zwischen... Ja, zwischen 10 und 1 Uhr. Dann mittags nach dem Essen. Immer so, au. Oh, immer so, ja, circa 2:30 bis 4 oder 5 Uhr. Oder 4 bis 4:30. Nehme ich dann meistens auch immer auf. Danach muss ich ja dann den Katzenplan machen. Das wisst ihr ja, habe ich ja schon mal im Minecraft-Part erzählt. Den Katzenfütterungsplan, ja, damit die Katzen nicht immer das gleiche zu essen bekommen. In der Woche mache ich halt so einen Katzenplan, beziehungsweise 3 Stück davon.
wenn wir ja drei Katzen haben. Ne, wir haben eigentlich sechs Katzen, aber ist ja auch egal. Nein! Ja, und dann... Geh weg jetzt hier. Ohne Blue Shell. Ist klar. Ey, das ist nicht wahr heute, ne? Ja, und die dritte Aufnahmesession ist halt immer abends. Irgendwann, ja? Kommt drauf an, wann. Entweder ist es immer... Ja, vom Zeitraum bis 9:30 bis 11. Nehme ich dann abends immer auf. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Heute gucke ich natürlich auch noch Fußball, ja. Deutschland spielt ja heute gegen Mexiko. Allerdings habe ich das Gefühl, ich habe da keine Zeit. Deshalb nehme ich halt das jetzt schon auf. Normalerweise ist das hier jetzt normalerweise die Zeit, wo ich immer esse oder mich halt ausruhe oder sonst was auch. Sonst was auch, ja. Ja, und dann einfach, wenn ich nichts zu tun habe, zum Beispiel abends so um... Ja, keine Ahnung, so circa 6 Uhr gehe ich auch ein bisschen auf den Balkon, setze mich dort einfach draußen auf den Stuhl und guck mal, was die Nachbarschaft so macht. Was für Katastrophenstrecken haben wir heute eigentlich? Ja, dann gehe ich noch ein bisschen mit den Katzen mal raus, guck mal, was die draußen auf dem Balkon machen, räume vielleicht da noch ein bisschen auf, wenn es mir nicht gefällt. Ja, das ist eigentlich mein Sonntagstagesablauf. Jetzt habe ich eigentlich gar nichts von Arbeit gesagt, ne? Aber es ist, ja, das verteilt sich halt immer. Manchmal ist es diese Arbeit, manchmal diese. Das gehört eigentlich gar nicht so in meinem Zeitplan, trotzdem mache ich es halt immer. Es ist eigentlich immer unterschiedlich, was ich mache. Ach so, mein Teppich sauge ich dann noch ab. Ich habe eigentlich die Woche keine Zeit, deshalb mache ich das immer nur sonntags. Und sonntags sonntags habe ich immer einen genauen Zeitplan, wann ich duschen gehe. Genau, eine genaue Uhrzeit, nämlich immer um 18.20 Uhr. Da gehe ich immer duschen, sonntags, ja. An all den anderen Tagen ist es eigentlich immer, ja, unterschiedlich. Aber meistens auch immer abends. Ich kann morgens einfach nicht duschen gehen. Ich bin morgens noch nicht wach genug. Morgens kann ich nie duschen. Also doch, ja schon. Als wir mal auf Klassenfahrt waren, da musste ich mal morgens duschen gehen um 5 Uhr. Oder irgendwie sowas 5:30, ich weiß nicht mehr. Seitdem gehe ich nie wieder morgens so früh duschen. Ich habe auch morgens überhaupt keine Zeit und gar keine Lust zum Duschen. Deshalb gehe ich halt immer abends. Ich weiß nicht, was hier los ist, ne? Auf der ersten und der dritten Strecke sind wir meistens immer Erster, aber dann auf der zweiten und der vierten dann nicht. Immer auf 5., 6., 8., 9., 18. Genau. Ich muss was essen hier, ey. Milka und Tuck. So, letzte Strecke für heute. Los geht's. Auf dieser Strecke muss ich mich jetzt wirklich mal konzentrieren. Ja, ich habe mich gut konzentriert gerade. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich mag die Donkey Kong Country Reihe eigentlich gar nicht so. Ich mag eher Donkey Kong 64. Ich habe eigentlich mal gesagt, ich verabscheue das Spiel. Okay, die Abkürzung falsch wohl nicht. Aber eigentlich ist das Spiel doch ganz okay. Nur ich überlege halt schon die ganze Zeit einfach, ob ich das Spiel mal wieder spielen soll oder nicht. Also nicht Let's Playen, sondern einfach mal im Real Life, genau. Einfach mal privat spielen.
ob ich das mal privat zocken soll, weil ich habe einfach so Lust, die fünfte Welt zu spielen. Kennt ihr das Gefühl auch? Ihr wollt irgendein, zum Beispiel jetzt irgendwas vom N64 spielen, so Banjo-Kazooie oder so, und wollt zum Beispiel irgendwo in die siebte Welt oder zum Ende und wollt einfach nur den Endkampf spielen. Aber müsst immer wieder von vorne anfangen, weil ihr keine Datei habt, wo ihr das Spiel bis dorthin gespielt habt und habt aufgehört. Dass ihr jetzt einfach nur noch den Endkampf zum Beispiel machen müsst. Das ist bei mir meistens immer der Fall. Ich habe einfach keinen Bock auf die erste Welt. Mister, es gibt Spiele, wo ich die erste Welt gerne spiele und dann welche, wie zum Beispiel nicht. Wie zum Beispiel nicht, genau. Nee, wie zum Beispiel... Ja, bei Banjo-Tooie jetzt zum Beispiel, ja, da kann ich die erste Welt immer mal wieder spielen. Banjo-Kazooie, das geht eigentlich auch noch. Aber Donkey Kong 64, nee, eigentlich nicht, ne? Oder auch zum Beispiel Mario Sunshine, das geht eigentlich auch noch. Eigentlich ist es nur Donkey Kong 64, na gut. So, okay. Ich wette, wir bekommen mindestens einen Stern. Zwei Sterne, das ist das, nee, das sind schon zu viel. Ich muss mal ganz kurz eben was trinken. Keinen Stern, okay. Ja, ja, ist okay. Haben wir was Neues freigeschaltet? Nein. Gut, Freunde, dann würde ich aber erstmal sagen, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Mein Handy ist mir eben kaputt gegangen, das ist gar nicht gut. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.